Weil wir in einem Naturpark liegen und uns der Verantwortung schon mal bewusst waren, dass man hier ordentlich arbeitet. Unsere Landwirtschaft ist seit 25 Jahren biozertifiziert. Rund ums Haus ein Scheibengrund, 12 Hektar Obstanbau. Und im Hotel haben wir die Nachhaltigkeitsgedanken seit ewig implementiert. Wir kommen aus der Natur, wir leben in der Natur und irgendwie ergibt sich das von selbst. Also angefangen hat es mit jeder Stufe der Erweiterung mit einem hundertprozentigen Nachhaltigkeitsgedanken, dass wir Regenwasserspülung einbauen, dass wir mit Hackschnitzel arbeiten, dass wir nur natürliche Materialien verwenden und natürlich 2004, dass wir unsere Küche auch auf Bio umgestellt haben und zertifiziert haben. Ja, am besten kommt an die Ruhe und die Stille. Die Naturgeräusche, die Natur dankt uns, dass wir so lange schon so sorgfältig mit ihr umgehen. Die Artenvielfalt der Vögel, wenn man in die Natur schaut, es ist einfach ein stimmiges, eine Harmonie. Und die Gäste kommen herein und sagen, sie kommen an und sind schon entspannt. Wir essen natürlich nur das, was wir selber produzieren, was wir auch unseren Gästen geben. Das Beste ist gerade gut genug für unsere Gäste, das kriegen auch unsere Mitarbeiter das Essen und natürlich profitieren wir mit. Ja, die Kinder kriegen das einfach mit, du kannst noch so viel erzählen, wichtig ist, was du vorlebst. Und so bin ich sehr stolz, wie sich unsere Kinder entwickelt haben, sind ja eigentlich sehr sparsame Kinder, nicht markenorientiert. Mein Mann und ich, wir kommen beide aus einer intakten Landwirtschaft, wo es immer schon geschlossene Lebensmittelkreisläufe gegeben hat. Das heißt, man hat angebaut, man hat verarbeitet, das, was übergeblieben ist, wurde an die Tiere verfüttert, die Tiere hat man dann auch wieder verarbeitet. Und unser Traum ist es, unseren Lebensmittelkreislauf für unsere Gäste und für uns auch hier in unserem Biogut Retter Hotel zu schließen. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen Schritt wieder unserem Traum weiter zu verfolgen. Wir werden im Herbst unser Biogut Retter eröffnen mit einer eigenen Brotbackstube. Wir kochen Marmelade ein, wir brennen den Schnaps selber, wir destillieren Kräuter. Wir werden aber auch Kurse dazu anbieten, dass unsere Gäste daran teilnehmen können und uns auf die Finger schauen können und das auch lernen können. Wir haben uns so entwickelt, also unser Leitspruch ist eigentlich, wenn Gott dir ein Geschenk macht, schickt er dir ein Problem. Und Retter hatte schon viele Hürden, immer wieder Problemfälle, wo dann die Entwicklung wieder vorangetrieben wurde. Das Erfolgsgeheimnis vom Retter, das ist jetzt nicht das Gebäude und die Hardware, sondern das ist wirklich die Software und das sind unsere Mitarbeiter, die schon seit 40 Jahren an unserer Seite sind, mit uns groß geworden sind, gemeinsam an der Vision arbeiten. Alle Führungskräfte sind mindestens 15 Jahre beim Haus und die tragen mit uns unsere Vision und sind stolz darauf, hier zu arbeiten und entwickeln den Retter permanent weiter.